Herzlich willkommen zu unserem heutigen Seminar Benutzerverwaltung Schatz, Entschuldigung, Spartenschatzmeister anlegen. Heute ist schon wieder ziemlich lustig. Wir haben das letzte Mal eben Standardbenutzer angelegt mit verschiedenen Rechten. Das heißt also, ich habe eben gezeigt, was die einzelnen Rechte bedeuten innerhalb des Standardbenutzers und welche Rechtekombinationen eventuell Sinn oder auch nicht Sinn machen. Ich habe eben auch darauf hingewiesen, dass es eventuell sein kann, für einen Benutzer, in Anführungszeichen, mehrere Benutzerkonten anzulegen, damit man eben das Ganze noch einmal etwas feiner untergliedern kann. Was ich vielleicht letztes Mal nicht erwähnt habe, war das, dass bei der Anmeldung von NetXP-Vereinen ja auch mehrere Benutzer gespeichert werden können, also dass man nicht jedes Mal das Passwort eingeben muss. Genau. Und damals habe ich auch schon eben den Hinweis geliefert auf die sogenannten Spartenschatzmeister. Und um die kümmern wir uns jetzt mal. Das heißt, okay, also wir beginnen wieder unter Benutzer, Benutzerliste. Ich habe immer noch meinen einzelnen Benutzer drin und ich will also jetzt einen Schatzmeister anlegen, der eben kein Standardbenutzer ist, sondern eben dieses ganz, ganz besondere Recht eines Spartenschatzmeisters. Auch hier sei mir noch erlaubt, etwas anzufügen, und zwar ist es jetzt an alle Hauptschatzmeister gerichtet. Sie werden sehen, dass der Spartenschatzmeister viele verschiedene Sachen nicht machen kann, wie zum Beispiel ein eigenes Konto anlegen. Das hat natürlich einen Hintergrund, denn Sie als Hauptschatzmeister sind eben vom Gesetz aus darüber verpflichtet, die Kasse ordnungsgemäß und ordnungsgemäß und korrekt zu führen. Ob Sie einen Spartenschatzmeister haben oder wie viele Spartenschatzmeister sie haben, ist grundsätzlich mal dem Gesetzgeber egal. In der Hauptversammlung wurde der Hauptschatzmeister für seine Funktion gewählt. Und damit hängt natürlich also auch der Hauptschatzmeister, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, etwas mit dem Kopf in der Schlinge, denn er ist dadurch eben auf Gedeih und Verderb der Arbeit seiner Spartenschatzmeister, die wiederum nicht den Kopf in der Schlinge haben, ausgeliefert. Und aus diesem Grund können Spartenschatzmeister verschiedene Sachen eben nicht machen, ohne eben, dass der Hauptschatzmeister hier Bescheid weiß. Und deswegen haben wir dieses System so konzipiert. Okay, also wir legen jetzt mal einen an. Ich sage also hier unten wieder neuer Benutzer. Und diesmal wähle ich eben nicht einen Benutzer mit Standardrechten, sondern einen Benutzer mit erweiterten Einschränkungen, eben einen sogenannten Spartenkassierer, Spartenschatzmeister. Übernehmen. So. Sie merken, grundsätzlich sieht diese Maske jetzt fast genauso aus, wie die eines Standardbenutzers. Nur, Sie merken also hier spätestens an den Zusatzrechten und doch an der großen Anzahl der verschiedenen Register hier oben, dass es natürlich also hier noch wesentlich mehr gibt, sage ich jetzt mal, wie bei einem Standardbenutzer. Zuallererst mal müssen wir einen Benutzernamen vergeben. Schatzmeister FB für Fußball oder schauen wir aus Fußball. Wäre der gesamte Benutzername, natürlich können Sie diesen Benutzernamen wählen, wie Sie wollen. Mit dem Benutzername hat dann später eben dieser Spartenschatzmeister die Möglichkeit, sich im NetXP-Verein einloggen zu können. Dann eben ein Passwort vergeben, das mindestens achtstellig sein muss, Zahlen. Klein-Großbuchstaben und Sonderzeichen, zwei dieser drei Kriterien müssen erfüllt sein, also entweder Zahlen und Buchstaben oder Sonderzeichen und Zahlen oder Sonderzeichen und Buchstaben. Genau. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig gemacht. Sekunde. So, dann muss ich nicht eben hier noch die persönlichen Informationen erfassen. Oh, nehmen wir einen Herbert, hau drauf. Netter Name. Kann natürlich hier noch eine E-Mail-Adresse erfassen. Genau. Sollte ich jetzt nichts weiteres einstellen, zeige ich mir ganz kurz her und klicke ich jetzt schon auf Speichern, dann merken Sie, ich habe diesen Spartenschatzmeister angelegt und ohne dass ich ihm bis jetzt ein Recht gegeben habe, hat er schon ein Recht. Und zwar hat er standardmäßig eben dieses Recht des Kassiers, des Schatzmeisters.
ohne dass ich hier etwas Besonderes einstellen muss. Denn bei der Anlage kommt ja eben schon der Hinweis, dass wir hier nur einen Schatzmeister anlegen. Nichts anderes, tatsächlich wirklich nur Schatzmeister bei den besonderen, bei den Besonderheiten der Benutzerverwaltung. Werde ich also heute sicher noch, da, ja, kommt noch dann ein bisschen mehr dazu. Also könnte man eventuell ein bisschen vergewaltigen, dieses Recht. Grundsätzlich kann ich also neben diesem grundsätzlichen Recht des Schatzmeisters, kann ich also jetzt noch sogenannte Zusatzrechte vergeben. Das heißt, ist beispielsweise mein Spartenschatzmeister gleichzeitig Mitgliederverwalter in einer Sparte, dann kann ich ihm natürlich das Recht des Mitgliedsverwalters mitgeben oder das Recht des Kommunikators. Das sind also eben dann, entweder ist er Spartenschatzmeister und er darf also seine eigenen Mitglieder verwalten, oder und er ist Spartenschatzmeister, darf seine Mitglieder verwalten und darf denen auch Mails und Briefe schreiben. Er darf eventuell also auch auf diese eigenen Dateien, auf die gemeinsam, auf diesen gemeinsam genutzten Datenbestand des Vereins zurückgreifen. Und ich kann das Ganze, wie wir also bei dieser ersten Schulung schon gesehen haben, auch auf einen sogenannten lesenden Zugriff einschränken. Das heißt also, eventuell ist es beim Verein so, dass der Hauptverein bucht, aber der Spartenschatzmeister eben dann in den Buchungen nachschauen darf. Und dann würde ich ihm also dieses Einschränkungsrecht mit dazugeben, eben diese Einschränkung auf einen rein lesenden Zugriff. Dann auch hier sei nochmal erwähnt, dieser Hinweis auf diese separate Backup-Schulung oder Datensicherungsschulung. Hier werde ich dann erläutern, was man also mit diesem sogenannten Backup-Client in NetXP-Verein machen kann. Okay, aber ich würde das jetzt mal Folgendes machen, und zwar, ich speichere den jetzt wieder, habe kein Zusatzrecht gegeben, und wir schauen jetzt mal an, was denn dieser Spartenschatzmeister jetzt grundsätzlich sieht, oder wie er NetXP-Verein sieht. Und dazu markiere ich den und klicke also hier unten wieder auf als Benutzer einloggen. Ich bin heute wieder in meinem Schulungsbüro, deswegen dauert es etwas länger, so meinem Hauptrechner. So, und Sie sehen, grundsätzlich, wenn ich nichts anderes einstelle, dann darf dieser Schatzmeister Beiträge einsehen und darf also auch, darf keine neuen Beiträge anlegen. Das heißt, er könnte zwar auf neuer Beitrag klicken, kann aber dann später hier nicht speichern. Er darf natürlich Termine erstellen. Er sieht jetzt im Moment noch alle meine Mitglieder. Er sieht jetzt im Moment alle meine eigenen Tabellen jetzt beispielsweise. Darf aber Mitglieder nicht ändern, denn ein Spartenschatzmeister darf Mitglieder nicht ändern, wobei also ein normaler Schatzmeister eben dann hier etwas mehr darf. Er darf also auch standardmäßig keine neuen Mitglieder anlegen, das ist ganz klar. In der Kommunikation sieht er nur, wie viele E-Mails jetzt gerade versendet werden. Unter Finanzdatenkonten, wie gesagt, kann er kein neues Konto anlegen. Dieses neue Konto anlegen darf nur der Hauptschatzmeister, denn der hängt mit dem Kopf in der Schlinge. Ganz einfach. Und aus diesem Grund darf der Spartenschatzmeister kein Konto anlegen. Grundsätzlich sieht er alle Einnahme-Ausgabestellen er sieht nicht alle Einnahme-Ausgabestellen standardmäßig. Zu dem kommen wir also dann heute noch im zweiten Teil. Er kann aber natürlich Einzelbuchungen ausführen, also an Kasse oder Bank, und er darf natürlich buchen. Das darf er natürlich auch alles, aber eben mit einer Einschränkung. Aber dazu eben mehr heute im zweiten Teil. Und er sieht die für ihn hinterlegten Buchungen auf den für ihn hinterlegten Konten, und er darf unten sein eigenes Passwort ändern. Und mehr darf er nicht. Ist, glaube ich, soweit klar, oder bis jetzt? Ja. Genau. Das ist, wie gesagt, also dieser Spartenschatzmeister ohne Zusatzrechte. Und jetzt kann ich dem eben noch zusätzlich Zusatzrechte mitgeben. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal mit den Mitgliederverwalter. Und wenn ich ihm den noch mitgebe und mich wieder also als derjenige anmelde, dann werde ich eben sehen, dass er jetzt Mitglieder anlegen darf. Sie sehen, ich habe
Sparten, ich bin wieder total durcheinander. Entschuldigung, der Spartenschatzmeister darf niemals neue Mitglieder anlegen. Es dürfte also nur ein gruppeneingeschränkter Standardbenutzer. Aber sobald ich ihm also dieses Recht des Mitgliedsverwalters mitgebe, dann darf er eben die Daten ändern und speichern. Können Sie das löschen und dann kann er das speichern. Er darf aber natürlich keine neuen Benutzer anlegen, denn das darf also nur ein Standardbenutzer, eingeschränkt auf eine Gruppe oder auf eine Sparte mit dem Recht des Mitgliedsverwalters. Wenn ich also das zum Beispiel will, das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich also jetzt zum Beispiel will, dass ich einen Spartenschatzmeister habe, der zusätzlich ein Mitglied anlegen darf innerhalb einer Sparte oder innerhalb des Vereins, dann erstelle ich ihm zwei Benutzerkonten. Einmal eben Standardbenutzer, eingeschränkt auf die Sparte mit dem Recht des Mitgliedsverwalters. Und dann erstelle ich ihm nochmal einen Benutzer als Spartenschatzmeister. Also diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Ja, und in dem Fall darf er also halt zum Beispiel Gruppen darf er bilden. Das heißt, er kann jetzt eine neue Gruppe erstellen. Kann hier Teilnehmer hinzufügen, muss hier Namen der Gruppe vergeben und das darf er also auch anlegen. Und genauso darf er auch für ihn bestimmte Gruppen löschen. So hat es eben das Ganze mal hier mit zusätzlich Mitgliedsverwalter und zusätzlich Kommunikator. Und ab jetzt darf er eben auch E-Mails versenden und darf dann auch Serienbriefe erstellen. Das sieht man jetzt hier unter Kommunikation. Das heißt, natürlich darf er SMS versenden. Er hat also E-Mails und Dokumente. Was Sie vielleicht merken, was er hier nicht darf wiederum, weil er eben Spartenschatzmeister ist, er darf die Vorlagen des Vereins nicht bearbeiten, sondern das macht also wirklich nur eben der Hauptkommunikator. Ich glaube, bis jetzt soweit logisch, oder? Bis jetzt auch noch gar nicht schwer. Okay. Gibt es dazu zu diesem Standardanliegen eines Spartenschatzmeisters noch Fragen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder.